Es geht doch um die Freiheit, meine Damen und Herren. Die Freiheit, Sie erinnern sich, Afghanistan war auch von den bösen Russen besetzt. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss da raus, wer kann das für uns machen? Da haben die ja wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, du bist doch unser Mann. Du bist gläubiger Moslem, wir sind gläubiger Christen, wir bekämpfen die gottlosen Russen gemeinsam. Osama Bin Laden ist finanziert worden, der ist ausgerüstet worden. Das waren keine afghanischen Freiheitskämpfer, die gegen die Russen gekämpft haben, zumindest nicht größtenteils. Diese Mujahedin sind eine Erfindung der Amerikaner. Die Amerikaner haben 100.000 Söldner, fanatische junge Moslems in den arabischen Ländern angeworben, zum Teil in amerikanischen Terrorcamps ausgebildet und trainiert und dann nach Afghanistan gebracht und da haben die gegen die bösen Russen gekämpft. 10 Jahre lang hat Osama Bin Laden gegen die Russen, die Zahlen schwanken zwischen 15 und 50.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. Waren auch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, jetzt müssen Sie mir nochmal helfen. Ein Land ist besetzt und eine fanatische Splittergruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Logik hätten die Russen einfach nur in Washington Regierungsmitglieder liquidieren müssen, um den afghanischen Rebellen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben. Die Amerikaner haben gesagt, super Job, euer Land sieht scheiße aus, das stimmt, aber ist ja euer Land. Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Seit der Zeit sterben jeden Tag 10 afghanische Zivilisten, die auf eine Landmine treten. 10 am Tag, 3.650 im Jahr. Wo ist da die jährliche Gedenkfeier? Können Sie im Fernsehen nicht rüberbringen, kann ich Ihnen gleich sagen. World Trade Center, genial! 2 Türme, 2 Flugzeuge, patsch, patsch, alle sind entsetzt. Das ist ein Sekundenbruchteil gezeigt. Bis sie gezeigt haben, wie 3.000 Afghanen auf eine Landmine gelatscht sind. Da haben die Leute umgeschaltet, das ist doch langweilig, hol mal ein Bier, was soll das jetzt hier? Als die Mujahedin Osama Bin Ladens ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch befreien wollten, da waren es plötzlich echte Terroristen. Denn längst hatte der Westen sich mit dem Massenmörder Wladimir Putin verbündet. Tschetschenien, das ist Völkermord, das sind ethnische Säuberungen. Aber das interessiert ja hier keinen. Die Amerikaner haben die Mujahedin benutzt, man kann es nicht anders sagen. Sie haben sie benutzt wie Klopapier und hinterher weggeschmissen. Ist aber kein Klopapier Rumsfeld, es sind Menschen. Und die kommen jetzt zurück und packen genau an den Arsch, in dem sie abgewischt worden sind. Und ich hoffe, Sie alle können eine Erklärung von einer Rechtfertigung unterscheiden. Natürlich waren die Anschläge furchtbar. Ich war doch genauso entsetzt wie alle. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, ist gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Das war meine Lieblingsüberschrift aus der Zeit. Nichts wird, die hätten noch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Franz Müntefering, immer für den Scherz gut. Der meinte allen Ernstes, das wäre so eine Globalisierung. Wenn auf der Welt was passiert, betrifft uns das hier auch. Klar, Müntefering. Ich weiß ja nicht, welche Drogen im Sauerland gereicht werden, aber erinnerst du dich noch, als in Ruanda 1,5 Millionen Hutus von den Tutsis, oder wann umgekehrt, bei den Hutsis, Tutsi? Tutsi war der Film. Ja, wissen Sie doch, wer es war? Neger, ne? Ja. Ja, das sagen wir nicht mehr, da sind Sie pikiert, ne? Neger ist politisch nicht korrekt. Wie viele da verrecken, ist uns egal. Aber Neger sagen wir nicht mehr, das ist der Fortschritt. Als in Ruanda 1,5 Millionen Tutsis starben, die sind aus einem Grund gestorben. Die UNO-Blauhelm-Truppen haben sie auf Befehl der Amerikaner zurückziehen müssen. Es gab keine Bodenschätze in Ruanda. Als die 1,5 Millionen Menschen starben, Müntefering, weißt du noch, da brach bei uns die Wirtschaft zusammen, ne? Ja, für uns als Exportnation, was das bedeutet haben muss, 1,5 Millionen Konsumenten auf einen Schlag weg. Wenn schon 3.000 Tote im World Trade Center am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30% den Wert abstoßen lassen können. Aber ich glaube, da sehen Sie schon gleich, Sie können 3.000 Amerikaner nicht mit 1,5 Millionen Ruandern gleichsetzen. Das dürfen Sie nicht mengenmäßig versuchen, Sie müssen das qualitativ einschätzen lernen.
In Südafrika zum Beispiel sterben jedes Jahr 1 Million Menschen an AIDS. Jedes Jahr. Man kann die alle ziemlich lange inzwischen am Leben halten, die Medikamente sind da. Die sind aber so teuer, die kann sich kein Südafrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung gesagt, wir machen das so, wir stellen das alles selber her. Wir brauchen nur die Lizenz und die Erlaubnis. Wir machen alles selber und geben die zum Selbstkostenpreis ab an unsere Leute. Da hat dann George W. Bush damals, vermutlich im Namen der Firma, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, dass... Bush hat gesagt, das täte ihm leid, aber das verstieße gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren. Das Credo des christlichen Abendlandes, das Überleben von Unterprivilegierten, verstößt gegen die Prinzipien des freien Abendlandes. Gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Wenn aber 5 Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt in einer Praxis ausprobieren wollte. Da musste die Firma Bayer sofort das Patent für das Milzbrandmedikament rausrücken. Es gab nur ein einziges Medikament gegen Milzbrand auf der ganzen Welt. Die haben sich die Hände gerieben in Leverkusen. Und da haben die Amis gesagt, Patent? Die Komiker vom Rhein. Das Patent können wir vergessen. Das heben wir morgen auf. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat kurz verhandelt, hat den Preis drastisch gesenkt. Freie Marktwirtschaft, wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass 5 Amerikaner 10-mal so wertvoll sind wie 1 Million Südafrikaner. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rums verlässt den Stinkmorchel. Aber der... Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Wir Europäer sind vielleicht noch Gänseblümchen. Der Rest ist alles Unkraut, das können Sie vergessen. Schütten Sie mal einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden Sie Ihres Lebens nie wieder froh. Die Kinder werden Sie noch verklagen, weil die mit einem traumatisierten Vater aufwachsen müssen. Wenn aber so eine amerikanische Friedenskampfbombe-Erhaltungsstaffel in Afghanistan Patrouille fliegt und sagen wir mal, in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit. Und es ist gute afghanische Tradition, bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen. Und es ist gute amerikanische Tradition, Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern. Dann sagt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen mit Britney Spears, oops, we did it again. Und zahlt für jeden toten afghanischen Zivilisten 200 US-Dollar Entschädigung. Der offizielle Kurs für toten Afghanen sind 200 Dollar. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber Sie, Sie können mal überschlagen, wie viel Afghanen Sie abknallen können, bevor Sie einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose schütten.